Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorlesungsvideo von Opresnik Learning. Ich habe mir vorgenommen, jetzt einmal wieder ein Update meiner Vorlesung an der Universität zu machen zu dem Thema Projektmanagement. Da habe ich ja auch einen Bestseller zugeschrieben, Projektmanagement systematisch zum Erfolg. Und passend dazu habe ich die Vorlesung einmal auch aktualisiert und die werde ich wieder im Wintersemester halten. Und das wollte ich auch gerne bei YouTube den Studierenden oder Interessierten zur Verfügung stellen. Deswegen heute die Einführungsvorlesung Projektmanagement, klassische und agile Methoden. Das heißt, die Grundlagen des Projektmanagements will ich euch auf diese Art und Weise näher bringen. Wenn ihr mich erreichen wollt oder kontaktieren möchtet, dann könnt ihr das natürlich über die Kommentarfunktion bei den Videos zum Beispiel immer jeweils machen. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben an markoliveropresnik@thlübeck.de oder mark.opresnik@unilübeck.de. Das geht beides, ist auch in der Videobeschreibung angegeben. Wie gesagt, die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Mark-Oliver Opresnik. Ich bin Professor für allgemeine BWL, insbesondere Marketing und Management an der Technischen Hochschule Lübeck und an der Universität zu Lübeck. Ich habe 10 Jahre Praxiserfahrung in Strategie- und Managementpositionen eines internationalen Konzerns sammeln können, dabei Shell International Petroleum Company Limited, die letzten Jahre in London in der globalen Strategieabteilung und habe auch im Rahmen dieser Funktion zahlreiche globale Projekte umsetzen können. Ich habe diverse Bücher geschrieben, unter anderem zu den Schwerpunktgebieten Marketing, Verhandlungsführung, aber auch einen Bestseller zum Thema Projektmanagement. Dieses Buch findet ihr hier und alle, die im Prinzip davon profitieren wollen, dass sie jetzt hier diese Videos sich ansehen und ein Interesse bekunden, die haben einen Code, der steht auch in der Videobeschreibung drin und die können das Buch mit 10% Nachlass über meinen Shop auf meiner Homepage erwerben. Aber im Prinzip reicht natürlich auch die Vorlesung zur Prüfungsvorbereitung grundsätzlich aus. Hier ist noch ein anderes Buch, da geht es um eine weitere überfachliche Qualifikation, nämlich Kommunikation und Verhandlungsführung. Das ist auch ein Bestseller, den ich geschrieben habe. Da hat der ZDF-Moderator Tim Niederneute sein Vorwort oder das Vorwort verfasst dazu. Und dieses Buch ist deshalb so wichtig und es passt in diese Thematik Projektmanagement auch rein, weil Projekte natürlich immer am Menschen sich festmachen. Der Erfolg macht sich am Menschen fest. Das heißt, es ist wichtig für den Projektleiter, für die Projektleiterin, natürlich in der Lage zu sein, ein Team crossfunktional zu führen. Also ein Team setzt sich ja immer aus unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen. Und da habe ich natürlich auch die ganz große Herausforderung, hier ohne disziplinarische Vorgesetzte oder Vorgesetzter zu sein, hier ein Team führen zu müssen und motivieren zu müssen, auch hier zu schauen, wie manage ich die entsprechenden Ressourcen, die mir personell zur Verfügung gestellt werden. Deswegen ist natürlich Kommunikation, Motivation, Rhetorik, Präsentation auch von herausragender Bedeutung. Deswegen passt das Buch hier rein. Andere Vorlesungen von mir, die ich an der Hochschule halte, findet ihr auf TikTok oder sonst natürlich auch auf meinem Kanal. Und hier sind die entsprechenden Links. Ich mache das so, dass wenn Videos monetarisiert sind beispielsweise, da hier auch die Erlöse an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gehen, für die ich auch gemeinnützig tätig bin. Da findet ihr hier, wenn ihr die Spendengruppe auch unterstützen wollt, findet ihr hier einen QR-Code und dann könnt ihr das auch gerne direkt machen. Das ist meine Spendeninitiative Opresnik and Friends. Das scheidet im Prinzip aus, das machen wir in der Vorlesung, aber das können wir jetzt natürlich nicht im Rahmen eines YouTube-Videos machen, das sind so Quizze, da kann man dann auch jeweils Preise gewinnen und das sind so interaktive Quizze, die wir im Rahmen der Vorlesung an der Hochschule machen. Hier noch meine Social-Media-Profile, die findet ihr auch auf meinem Kanal, deswegen gehe ich da relativ schnell drüber. Noch weiterführende Literatur, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, hier sind ein paar Bücher aufgeführt. Und jetzt gehen wir los. Worum geht es eigentlich beim Projektmanagement?
Die Vorlesung ist grundsätzlich so aufgebaut, dass ich zunächst mal spreche über die Grundlagen des Projektmanagements, was eigentlich ein Projekt ausmacht und warum Projekte gemanagt werden müssen. Und dann sprechen wir über die unterschiedlichen Methoden, die wir haben, also klassische Methoden, dann agile Methoden, also agiles Projektmanagement, Scrum, Kanban beispielsweise und natürlich auch hybride Methoden. Und dann kommen die einzelnen Phasen, die ein jedes Projekt durchläuft. Die Projektentwicklungsphase, die Planungsphase, die Durchführungsphase und letztendlich die Abschlussphase. Beginnen wir also mit den Grundlagen des Projektmanagements hier in diesem ersten Video. Zunächst mal fragt man sich ja, wenn man Studierender ist, warum soll ich das eigentlich studieren? Warum soll ich das als Wahlpflichtfach nehmen? Oder warum soll ich mich damit beschäftigen, indem ich ein Lernvideo auf YouTube beispielsweise ansehe, auch wenn ich nicht im Projektmanagement bin? Die Antwort habe ich in anderen Karrierevideos mehrmals gezeigt und herausgestellt, warum es so wichtig ist, Projekte zu managen und Projektmanagement-Fähigkeiten sich anzueignen und die zu trainieren. Es ist ganz, ganz wichtig heute, dass ihr aus der Masse herausstecht, dass ihr euch differenziert, von anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich abhebt. Und das kann ich nicht durch meinen täglichen Job machen. Deswegen ist die erste Folie hier erstmal nicht einfach nur zu zeigen, warum ist Projektmanagement wichtig für ein Unternehmen, sondern warum ist ein dezidiertes Projektmanagement und entsprechende Fähigkeiten, warum ist es wichtig für euch, warum ist es ein wichtiger Karrierebaustein? Ganz einfach, hier steht es auf der Folie, weil ich mich dadurch differenziere. Ich differenziere mich durch Sonderaufgaben, weil Projekte sind sui generis immer Ereignisse, die durch Einmaligkeit der Bedingungen gekennzeichnet sind. Das ist eben nicht das Tagesgeschäft, die tägliche Routine. Und hier habt ihr praktisch die Möglichkeit, euch zu differenzieren von Kolleginnen und Kollegen, indem ihr ein Projekt übernehmt, sei es nun als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder sei es gar als Projektleiterin oder Projektleiter. Das macht auch Spaß, es ist spannend, weil es eine neue Herausforderung ist. Es gibt einem Abwechslung. Ich habe das immer sehr gerne gemacht, dass ich in internationalen Projekten mitgearbeitet habe, weil man natürlich dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Ländern, aus anderen Abteilungen irgendwo kennenlernt und im wahrsten Sinne des Wortes über den Tellerrand hinausschaut. Und ein ganz essentieller Aspekt ist natürlich auch die Erweiterung des Netzwerkes, die ihr dadurch generieren könnt. Ihr habt eben nicht nur einfach Verbindungen zu euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen, sondern auch darüber hinaus habt ihr Kontakte oder knüpft Kontakte in andere Abteilungen, in andere Bereiche, in andere Länder auch, wenn es um internationale Projekte letztendlich geht. Und vor allen Dingen ist es ganz, ganz wichtig hier, ihr habt die Möglichkeit natürlich, weil ein Projekt immer von einem Advisory Board, von einem Steering Board quasi gelenkt wird, gesteuert wird, überwacht wird. Und in diesem Advisory Board, da sitzen immer Führungskräfte von allen Abteilungen, die von der Implementierung des Projektes betroffen sind. Also hier habt ihr praktisch einen direkten Draht zum Top-Management und könnt so euer Netzwerk ausweiten und habt so einen entscheidenden Vorteil nachher, wenn es um internationale oder auch nationale Weiterentwicklung im Rahmen des Unternehmens oder der Organisation irgendwo geht. Und letztendlich erweitert ihr euer Kompetenzprofil um eine ganz, ganz essentielle überfachliche Qualifikation. Das ist eben das Entscheidende, auch eine überfachliche Qualifikation, weil je weiter ihr in einem Unternehmen oder einer Organisation vorankommt, desto wichtiger werden die Soft Skills, desto wichtiger werden überfachliche Qualifikationen, nicht mehr so die fachlichen Qualifikationen. Die sind eher wichtig zu Beginn der Karriere. Aber selbst da habt ihr schon die Möglichkeit, ganz, ganz früh euch in Projekten zu engagieren und dann über den Tellerrand hinauszuschauen und diese vier Aspekte hier mitzunehmen und davon zu profitieren, dass diese quasi ein Karrierebeschleuniger sind. Was ist jetzt Projektmanagement? Was verstehen wir allgemein darunter? Projektmanagement ist immer die Gesamtheit von allen Führungsaufgaben, von der Organisation, von Techniken und von entsprechenden Tools und Mitteln, die für die Abwicklung eines Projektes
gebraucht und benötigt werden. Warum wird Projektmanagement immer wichtiger? Das liegt daran, dass die Welt immer komplexer wird. Die Ausgangssituation ist die, dass Unternehmen, Organisationen, Institutionen in einer sogenannten VUCA-Welt leben. Das nehme ich immer in den Vorträgen. In einer Welt, die gezeichnet ist durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Complexity, es kommt aus dem Amerikanischen, und Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Das ist ein Begriff, ein Akronym, der wurde vom amerikanischen Militär in der Zeit des Kalten Krieges geprägt, aber das ist heute immer noch aktuell oder aktueller denn je. Wir haben eine immer schnellere Umsetzung von Innovationen, die erforderlich wird, weil sich die Welt halt immer schneller verändert. Umfeldanforderungen, Konsumentenanforderungen verändern sich sehr, sehr schnell. Wir haben heute einen globalen Wettbewerb. Globalisierung hat die Welt im Prinzip ja näher zusammengerückt. Und auch wenn einige Nationen wieder ein wenig mehr einheimische Produktion und Wirtschaft ein bisschen protektionieren, es ist doch so, dass wir in einer vollständig integrierten Welt quasi leben. Wir brauchen eine ausgeprägte Kundenorientierung. Wir müssen uns heute mehr denn je auf den Kunden einstellen, egal ob ich jetzt im B2C oder im B2B-Business letztendlich unterwegs bin. Und Kundenorientierung bedeutet wirklich absolute Fokussierung auf den Kunden und auf seine Probleme und Interessen und Bedürfnisse hin. Das nennen wir im Marketing, nennen wir das Total Customer Focus oder Customer Centricity zum Beispiel. Oder man kann das auch mit dieser einfachen Formel widerspiegeln. The customer is boss, also der Kunde ist letztendlich der oder die Chefin. Wir haben ein wachsendes Anspruchsniveau von Kundinnen und Kunden, auch von Unternehmen und Organisationen. Und vor allen Dingen, wie wir gerade auch schon gesagt hatten, das hängt mit dieser VUCA, mit diesem VUCA-Akronym zusammen. Wir haben eine zunehmende Komplexität des unternehmerischen Umfeldes. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt angehe, muss die Planung immer auf allen Ebenen des Unternehmens ansetzen. Und ganz wichtig ist auch zu verstehen, und deswegen ist Kommunikation ja hier so wichtig oder Leadership, dass Unternehmen immer ihre Projekte als Veränderungsprozesse und umgekehrt definieren. Da Projekte immer durch Einmaligkeit gekennzeichnet sind, ist es so, dass sie immer eine neue Situation bedingen, auf die ich entsprechend reagieren muss, auf die ich entsprechend eine Strategie und eine Taktik anwenden muss. Das heißt, ich muss mein Unternehmen verändern. Und Veränderung ist eben schwierig, weil Change Management das Unternehmen, die Organisation, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor große Herausforderungen stellt, weil wir alle gerne immer in unserer Comfortzone bleiben. Und deswegen ist Projektmanagement auch so schwierig. Nicht von den Methoden her, sondern eher vom Thema Führung her. Wie hat sich Projektmanagement jetzt eigentlich entwickelt über die Jahrzehnte und die einzelnen Perioden hinweg? Zunächst mal reicht das Projektmanagement bis zum Bau der Pyramiden zurück um 2700 vor Christus. Weil der Bau der Pyramiden beispielsweise erforderte ja schon die Koordinierung von vielen, vielen Arbeitern und Materialien, die ja über eine ganz, ganz lange Distanz hin transportiert werden mussten. Also 800 Kilometer waren das in etwa bis nach Kairo. Und aus dieser Zeit sind bereits Dokumentationen zum Fortschritt des Pyramidenbaus und auch zu einzelnen Arbeitslöhnen erhalten geblieben. Und genau das ist es ja. Die Pyramiden, das war eine einmalige Sache erstmal, dass die gebaut wurden und gesagt haben, okay, wir bauen jetzt Pyramiden und was erfordert das alles an Ressourcen, an Materialien beispielsweise und natürlich muss das entsprechend geplant werden. In welcher Zeit soll das passieren, zu welchen Kosten
und so weiter und so fort. Und das sind alles Elemente, die man auch in modernen Projekten und im Projektmanagement im Allgemeinen hat. Das moderne Projektmanagement, wie wir das kennen, geht auf die Luft- und Raumfahrtindustrie der Vereinigten Staaten von Amerika zurück. Beispiele sind der Bau der Atlas-Rakete und beispielsweise der Langstreckenbomber B-52. Und diese Projekte militärischer Art oder raumfahrttechnologischer Art, die waren noch sehr technisch geprägt. Das heißt, die Anfänge des modernen Projektmanagements wurden sehr stark von militärischen Auftraggebern in den USA und spezifisch in Form der NASA geprägt. Das heißt, es ging der NASA vorwiegend um Grundlagenforschung bei Projektmanagementmethoden. Und demzufolge waren diese Projekte damals sehr, sehr stark technokratisch, das heißt an einzelnen Tools und an Instrumenten ausgerichtet. Man hat da weniger Wert gelegt auf Soft Skills, also Leadership, Motivation von entsprechenden Projektmitgliedern. Das war da eigentlich weniger im Fokus. Und das entwickelte sich oder änderte sich in den 70er Jahren. Da kam dann nämlich die Verbreitung der Projektmanagementmethoden, Meilensteinplanung, Phasenmodell zum Beispiel oder Meilenstein-Trendanalyse. Und da wurden diese Projekte und die Methoden in nicht-technische Projekte übertragen oder da angewandt. Und es entstanden mehrere Projektmanagement-Richtungen und Projektmanagement-Methoden mit einer stärkeren Team- und Verhaltensorientierung. Also man hat erkannt, es reicht nicht einfach aus, dass wir Methoden haben, Tools, ja, im Rahmen des Projektmanagements, sondern es geht in erster Linie natürlich auch um Menschen, weil die müssen natürlich auch in den Projekten motiviert werden und die verrichten natürlich auch die Arbeit. Und das reicht nicht einfach, denen zu sagen, wann sie was bis wann zu machen haben, zu welchen Kosten, sondern die muss ich natürlich auch entsprechend koordinieren, motivieren. Ich muss hier Widerstände abbauen, weil wir haben ja gesagt, Projekte sind immer auch Veränderungsprozesse. Und Menschen sträuben sich per se eigentlich erstmal gegen Veränderung. Das heißt, diese Entwicklungen legten eine zunehmende Bedeutung, eine Betonung auf die weichen Faktoren, auf die Soft Skills, wenn man so will. Nicht auf die Tools an sich, sondern auf die weichen Faktoren, beispielsweise Führungsfähigkeit, Motivation, Leadership im Allgemeinen. Und den ersten Teil wollen wir jetzt beenden mit der Frage, ich habe ja schon das Wort Projekt bestimmt schon 50 Mal irgendwo in den Mund genommen. Was ist das jetzt eigentlich? Und in Deutschland haben wir ja alles so schön und ordentlich definiert. Und ein Projekt ist gemäß der deutschen Industrienorm 69901 ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch, und hier steht dieser Begriff, Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist. Wie zum Beispiel Zielvorgabe, ich habe ein konkretes Ziel, wir werden das noch genauer untersuchen. Ziele müssen immer, ich zeige das an dieser Stelle trotzdem schon mal hin, immer smart sein. Eure Ziele müssen immer spezifisch sein, messbar sein, ambitioniert, realistisch und terminiert. Dann habe ich finanzielle Ressourcen. Das hatte ich auch beim Bau der Pyramiden. Und personelle. Und ich habe andere Begrenzungen. Zum Beispiel, dass ein Projekt innerhalb einer gewissen Zeit erledigt sein muss. Und ich habe hier auch nochmal die Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben. Und letztlich auch noch eine spezifische Organisation für das Projekt. Es gibt auch manchmal, wenn ich ganz, ganz langfristige Projekte habe in den Unternehmen, dass dann zum Beispiel, wenn es um den Einstieg in die Elektromobilität oder die Umstellung auf die Elektromobilität geht, habe ich ganze Abteilungen, Bereiche, die nichts anderes sind als ein Projekt. Dieses Projekt eben, die Umstellung und den Einstieg in die Elektromobilität. Und das wird nicht einfach nur in einem Projekt abgebildet, sondern da wird eine eigene Abteilung für kreiert. Das habe ich bei
ganz, ganz langfristigen Projekten. Aber auch sonst habe ich natürlich immer eine Organisation. Ich muss ein Projekt natürlich organisieren. Wer macht welche Aufgaben, wer hat welche Arbeitspakete abzuarbeiten, wer leitet das Projekt und so weiter und so fort. Dann schauen wir uns zum Abschluss nochmal die Merkmale der Projekte im Einzelnen an. Wichtig ist hier die Neuartigkeit der Aufgabe. Also es ist immer etwas, was aus dem Tagesgeschäft heraussticht und was nichts mit dem Tagesgeschäft irgendwo zu tun hat. Das kann zum Beispiel sein der Quantensprung, der technologische Fortschritt, den ich habe. Also zum Beispiel 3D-Druck oder Cloud Computing oder Internet of Things oder Artificial Intelligence. Und ich stelle entsprechende Sachen irgendwo letztendlich um. Predictive Maintenance ist zum Beispiel in der Produktion ein Schlagwort hier oder Industrie 4.0 im Allgemeinen. Komplexität der Systeme oder der Integration. Also wenn ich jetzt eine Neuartigkeit hier habe, die beispielsweise durch Technologie hervorgerufen ist, dann bedeutet das natürlich, dass ich das in meine Systeme hier auch integrieren muss. Dann habe ich die Zielvorgabe, wir hatten es schon gesagt, ich habe konkrete Ressourcenziele und hier steckt schon dieses magische Dreieck des Projektmanagements drin, so ein bisschen. Ich habe hier immer zeitliche Komponente und Kosten und hier habe ich noch Personal-Experteneinsatz. Das ist das magische Dreieck, was ich gerade schon mal angesprochen habe, sagt man, das ist einmal die Qualität, dann die Zeit und die Kosten. Das ist das magische Dreieck des Projektmanagements und das sind letztendlich konkurrierende Zielwirksamkeitsbeziehungen. Das heißt, diese Qualität, Zeit und Kosten, die stehen in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Das werden wir noch im Einzelnen uns ansehen. Qualität ist hier separat aufgeführt und ich habe einen definierten Start- und Endtermin. Das ist praktisch hier ja auch mit der Zeit schon abgebildet. Und ganz wichtig, hier ist es nochmal so ein bisschen extra ausgeschrieben, weil es so wichtig ist, eine Abgrenzung von Regelaufgaben. Es ist immer durch Einmaligkeit gekennzeichnet. Letztendlich ist es so, dass Veränderung auch immer mit Risiko verbunden ist. Gar keine Frage. Weil ich habe immer das Risiko, dass ich mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung gestellt werden, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den finanziellen Ressourcen, dass ich da nicht auskomme oder dass ich das nicht in der vorgegebenen Zeit irgendwo schaffe. Oder dass letztendlich das Ziel, wie ich das definiert habe, wenn ich das smart gemacht habe, ganz spezifisch habe ich das gemacht, aber ich kann es jetzt nicht erreichen, weil die Umwelt sich so dynamisch irgendwo verändert, weil ein Wettbewerber zum Beispiel neu auf den Plan tritt, weil Disruption stattfindet. Und praktische Einsatzbarkeit. Das heißt, es kann natürlich bedeuten, dass ich irgendwelche Dinge umsetze oder versuche, die sich dann nicht durchsetzen am Markt, aus vielerlei Gründen. Oder ein Konkurrent ist irgendwo schneller und hat eine bessere Lösung. Das ist natürlich immer mit Risiko verbunden. Das ist immer bei Veränderungsprozessen, immer bei Projekten. Das ist ganz allgemein, das steckt sui generis in der Innovation. Wir sagen immer, dass 80% in etwa, das ist so eine Zahl von zahlreichen Untersuchungen von Simon Kucher beispielsweise auch, sagen 8 von 10 Innovationen, ob das jetzt ein neues Medikament ist oder ein neues Elektrofahrrad oder E-Scooter, dass 8 von 10 neuen Produkten scheitern, also wirklich von neuen Produkten. Und ich habe letztendlich immer auch eine Projektorganisation. Ich hatte das schon gesagt, wo wir festlegen, wer leitet das Projekt, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht der Projektleiter, um das Projekt abzuwickeln in der entsprechenden Zeit mit den entsprechenden Ressourcen. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch wichtig, dass ich wissen muss, arbeiten diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fulltime im Projekt oder werden die nur mir zur Seite gestellt, wenn ich jetzt ein Projekt leite, on top of their daily job, also zusätzlich zu ihrem Tagesgeschäft. Das bedeutet natürlich für die auch eine entsprechende Überlastung. So, das soll es mal gewesen sein. Nur kleine Einheit, also nicht 1,5 Stunden oder so. Das wird dann wahrscheinlich zu lang. Die alten BWL-Videos, die waren immer so ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Appetit bekommen. Warum sind Projekte für euch auch relevant als Karrierebeschleuniger? Und
Wir haben gesehen, dass Projekte immer Veränderungen bedingen. Und das ist immer eine spannende Sache. Sie haben mit Innovation zu tun. Und alles ist im Prinzip fast ein Projekt, was aus dem Tagesgeschäft heraussticht. Also wenn ihr eine Weltumsegelung beispielsweise plant, ein Gap Year zum Beispiel nach dem Studium oder beispielsweise einmal auf den Mond fliegen wollt, das sind alles letztendlich Projekte. Oder ihr trainiert für den Ironman auf Hawaii oder für einen Marathon. Das sind letztendlich Projekte. Und deswegen ist Projektmanagement so wichtig, weil es eine der ganz, ganz zentralen überfachlichen Qualifikationen ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Kommentiert gerne das Video, ob ihr noch weitere Videos davon haben wollt. Und ich sage bis zum nächsten Video. Alles Gute und viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut. Ciao.